Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Welt von Vioneo und gleichzeitig auch zu einer neuen Videoreihe, die so heißt Vioneo in anderen Betriebssystemen. Ich bin Julius und schön, dass du dabei bist. In diesem Format geht es darum, Vioneo auch auf anderen Betriebssystemen wie zum Beispiel Windows, Mac, Linux oder Android zu verwenden, ohne dabei eine Signagebox zu benutzen. Dafür gibt es nämlich eine Player-Software von Vioneo. Mit dieser können wir super einfach unseren Content auf andere Wiedergabegeräte bringen, sei es ein Tablet-PC, ein iPad oder auch ein Amazon Fire TV Stick. Alles, was wir dafür im Prinzip nur noch brauchen, ist ein Vioneo-Account mit aktivem Abonnement und die Player-Software selbst. Aber Achtung, den vollen Funktionsumfang von Vioneo erhält man nur in Verwendung mit der Signagebox. Wie das Ganze für iOS ausschaut und wie die Einrichtung funktioniert, zeige ich dir heute anhand des iPad Pros. Der erste Schritt ist natürlich, die App im App Store zu suchen und dann zu downloaden. Das machen wir einmal hier. Suchen mal Vioneo Player. Da haben wir ihn auch schon. Und ich habe ihn auch schon mal vorher runtergeladen. Hier ist er schon. Und wenn wir jetzt die App öffnen, kommt ihr direkt das Fenster Willkommen bei Vioneo. Wir können jetzt hier einfach auf Start klicken, dem Datenschutz einmal zustimmen. Und als nächstes bekommen wir einen Aktivierungsschlüssel, den wir dann im Vioneo CMS eingeben müssen, um den Player oder das Gerät zu registrieren. So, hier sind wir auch schon. Dann gehen wir mal hier links auf den Reiter Devices, Geräte, klicken hier oben auf das Plus und können jetzt hier unser Gerät ganz einfach konfigurieren. Ich nenne das Ganze jetzt erstmal iPad Pro. Hier können wir noch weitere Sachen einstellen, die Zeitzone. Das Update-Intervall mache ich mal in Realtime. Der Rest stimmt für mich. Wir klicken auf Save. Und jetzt können wir hier oben den Activation Key eingeben. Wir sehen hier auf dem Bildschirm E91TMX. Device Group iPad Pro stimmt für mich. Playlist wählen wir uns gleich noch aus. Hier können wir jetzt auch nochmal die Zeitzone einstellen. Das passt aber alles für mich, so wie wir es vorhin eingestellt haben. Wir klicken auf Save. Damit natürlich was auf unserem iPad auch angezeigt werden kann, brauchen wir natürlich Content. Deswegen erstelle ich jetzt mal ganz kurz etwas mit Hilfe des Wetter-Plugins in Vioneo. Hier einmal Düsseldorf, Celsius passt für mich. Das sieht dann wie folgt aus. Und damit erstellen wir jetzt eine Playlist, die wir einfach mal nennen iPad Pro. Und dann fügen wir das Template hier einfach rein. Wir gehen dann zurück zu den Geräten. Jetzt wählen wir hier natürlich bei der Playlist die Playlist iPad Pro aus, die ich gerade erstellt habe. Dann klicken wir auf Save. Und im nächsten Schritt wird in der App direkt auch die Playlist heruntergeladen. Und dann sehen wir hier direkt auch schon, dass das Template auf meinem iPad Pro angezeigt wird. Wenn wir jetzt einmal hier in der Mitte tappen, bekommen wir noch ein paar Informationen über das Gerät und über die App, können auch das Ganze hier aktualisieren oder uns auch wieder abmelden. Und das war's im Prinzip auch schon. Natürlich ist mit Vioneo noch viel mehr möglich als dieses einfache Wetter-Template. Im Template-Designer sind keine Grenzen gesetzt und man kann sich förmlich gestalterisch komplett austoben. Wenn du dich mehr für den Template-Designer interessierst, sei dir sicher, dass du unbedingt das Video anschaust mit all seinen Funktionen und Features. Ich verlinke das Ganze hier oben mal in der Infokarte. Das war's also dann schon mit der ersten Ausgabe von Vioneo in anderen Betriebssystemen nutzen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.